So, willkommen zu einer weiteren Folge von Zom Beidel. Ich habe das jetzt seit mehreren Tagen nicht gespielt. Warum? Weil ich unbedingt mit euch zusammen den Engel den Arsch versohlen will. Weil es geht jetzt gerade wieder darum, dass ich eigentlich den nächsten Reset machen müsste. Und ja, anscheinend ist das Event inzwischen zu Ende, weil zumindest habe ich keine Event-Währung mehr. Also ja, ein bisschen schade, aber auch nicht schlimm, weil ich kann euch trotzdem ein paar Sachen erzählen, was ich bisher so geschafft habe. Und ihr seht im Moment, ich bin bei einer Schwierigkeitsstufe von 1115, aber gleich zu Anfang gehen wir dem Engel gleich den Arsch aufreißen. So, ich bin jetzt zurück nach keine Ahnung wie vielen Tagen und hier habe ich jetzt erstmal die Möglichkeit, wird sie mich gleich fragen, einen Blutstropfen herzugeben, damit das Ganze verdoppelt wird. Das werde ich mal machen, weil allzu viel kann ich mit den Sachen sonst im Moment eh nicht anfangen und habe damit nämlich auch weitere Medaillen freigeschaltet. Mal gucken, wie stark sich das zieht. So, den Monolithen erkläre ich euch gleich noch. Hier werde ich dann mal noch gleich das Maximum rausholen und soweit, dass die noch ein bisschen weiterkommen. So, dann eben hier, mal gucken. Okay, es ist nur eine Stufe dazugekommen. Ist sonst noch irgendwas? Nee, DPS, nicht mal DPS hat es geholt. So, was ist das jetzt? Ah, es gab ein Update. Arcane Batteries have been added into the game. Okay, wahrscheinlich ein neues Recipient. Discover them spread across several worlds to empower your forge. Okay, werde ich gleich mal nachschauen, welcher das ist. New Arcane Recipient to upgrade the capacity and efficiency of each battery. Naja, mal gucken. New Arcane Button, repeat the last craft, various bugfixes. Okay, Gonzo Event Runde 2. Also ich habe das Gonzo Event eigentlich soweit komplett gespielt und habe alle relevanten Items dort auch bekommen. Die schaue ich euch, also die zeige ich euch gleich und schaue ich jetzt gleich mit euch an. Weil worum ging es bei dem, also beziehungsweise welche Items gab es bei dem Gonzo-Event? Also ihr seht, hier hat sich schon einiges angesammelt. Also die Chaos-Gems, davon gab es eine ganze Menge. Und genau, das hier waren Gonzo-Items. Gonzo, Gonzo, Gonzo. Weil damit habe ich dann da von diesen speziellen Items, von der Währung, die es da gab, eins mehr bekommen. Und was ich da gekauft habe, muss ich mal, ich glaube bei Date sollte es am besten sein, dass ich die etwa dann finde. Ist natürlich auch totales Chaos. Das da, hallo. Zeig mir deine Info. Reduce Calder Monolith Cost bei 10%, genau, weil es waren nämlich, das Spannende ist, es gibt natürlich hier meinen Klicker, also ich selbst, den ich hier aufleveln kann, mit verschiedenen Hüten versehen kann. Im Moment trage ich gar keinen, das werden wir gleich mal ändern. Und dann seht ihr, dass da ich verschiedene Hüte aufsetzen kann. Zum Beispiel den da oder den Zylinder oder eine Krone oder eine andere Krone oder noch eine andere Krone, weil das sind die von den Königreichen, aber Glatze ist beautiful. So, mehr brauche ich jetzt nicht und das Screenshot werde ich jetzt nicht machen. Also soweit zu mir, dann meine verschiedenen Heldengruppen und die letzte Heldengruppe ist eben Karl der Monolith, der eigentlich steht da nur daneben rum, aber er hat eine wichtige Aufgabe, weil er erhöht auch mein DPS. Also DPS-Multiplier ist inzwischen bei 3,1. Das 0,1 ist im Endeffekt eine Folge aus den drei Items, die es dort in diesem Event gab. Also mal gucken. Also hier ist die Golden Trophy, um die Monolith-Kosten zu senken. Dann gab es ein Item, das hat mir ein Level dafür gegeben. Okay, genau, das ist 10% mehr Karl Bonus. Das war das vorletzte Item und das erste Level oder erste Item, was ich freigeschaltet habe, das war eigentlich so ein Bonus, dass ich von Karl ein Level bekomme. Also, dass ich mit einem Level höher starte. So, das sind auch noch alles Items, die kennt ihr sicherlich alle noch nicht. Woher auch? Weil ich hatte sie ja vorher auch noch nicht. Hier, genau, die Turtle Shell. Start with plus ein Level of Karl der Monolith.
Also jetzt habe ich ein Level 16 bzw. 17. Da macht das nicht mehr viel aus. Aber als das Event losging, war ich tatsächlich gerade erst an dem Punkt, dass ich mir den noch gar nicht leisten konnte. Und ich dachte, oh, mal gucken, was das ist. Und ja, natürlich, auch das nivelliert sich mit dem weiteren Fortschritt. So, jetzt sortiere ich das mal wieder nach Typ, weil da gibt es noch einiges dann anzuschauen. Vor allen Dingen, wenn ich das mal ausführlicher anschaue. Ich gehe erstmal die neuen einsammeln. Mal gucken, was sich da jetzt geändert hat. Weil das letzte, was ich hergestellt hatte, waren einen weiteren Shared. Okay, da muss ich vielleicht dann doch gleich nochmal woanders hingucken, um euch zuerst zu zeigen, wie aktuell der Multiplier ist. Und einen so einen grünen Shared habe ich hergestellt und der ist hier für das Geld relevant. Also ich habe jetzt einen Multiplier von 36 vom Shared. Mal gucken. Genau, im Moment sind zwei von diesen großen mit School Values bei 6 multiplikativ. Das heißt, 6 mal 6 sind 36. Wenn ich jetzt den einsammle, der hat jetzt zwar nur einen Multiplier von 2, aber trotzdem verdoppelt mir das Ganze natürlich, weil das heißt, ich bekomme jetzt einen Multiplier von 72. Siehe da, vom Scherz, Faktor 72. Ist natürlich in allem zusammen nicht so viel, aber jeder Faktor ist halt relevant an irgendeiner Stelle. So, das heißt, hier seht ihr jetzt eben den neuen Shared. Diese Shards, wenn ich drei davon kombiniere, bekomme ich eben einen Sechser. Auch das lohnt sich eben, weil ja, Multiplier mit 6 ist halt dann doch deutlich höher. Wo ich mit 2 schon 36 erreiche, während ich, wenn ich 3 Zweier habe, ja gerade mal bei 8 ankomme. Insofern, es rechnet sich nach und nach. Also das Gleiche, was für Geld ist, ist eben auch hier für DPS. Da habe ich auch schon im Endeffekt jetzt 2 komplette Sechser und ein Zweier. Das hier ist dieser Orb-Splinter, ist letztlich eins, wo ich den Engel das zweite Mal besiegt habe. Das erste Mal war der Engel ja auf der ersten Startkarte, die ich in der ersten Folge angeschaut habe, oder wo ich im Endeffekt gestartet bin, die ich auch in der ersten Folge nicht verlassen hatte mit dem Reset. Danach war außerhalb auf der Weltkarte, die ich euch auch gleich noch zeige. Alles Moment. Und eben da habe ich jetzt den ersten 10% White Orbs dann auch als Splinter. Die Splinter gibt es für die Dinger auch. 3 Splinter machen einen Zweier, 3 Zweier machen einen Sechser. So, hier habt ihr Skull Values. Ja, das sind auch mehrere Recipients, die nach und nach sozusagen die Multiplier sind. Moment, also nee, das ist DPS. Gut, das ist eben alles Cool Value, das ist DPS, verschiedene Ketten von den Sachen. Das hier ist noch ein neuer Teil, dass ich Geister sammeln kann. Also ich kann Villager Ghosts einsammeln, die kann ich dann zu dem herstellen und noch ein paar andere nette Sachen, die ich damit herstellen kann. Und diese angesammelten ektoplasmatischen Dinge, die brauche ich dann wiederum für weitere Items, um die überhaupt herstellen zu können. Ach genau, ich glaube, der Shared, ich brauche hier nur 2 davon und ich glaube, der dritte muss so eine Ektoplasma-Pyramide sein, die ich jetzt natürlich so nicht mehr habe, aber ist egal. Es gibt einfach eine Unmenge Rezepte. Das für mich interessanteste Rezept aktuell, okay, das sind Unix, die ich bekommen habe, das sind nicht über Rezepte. Das ist auch etwas, was ich gefunden habe, ich glaube im dritten Königreich. Das heißt, damit haben die Black Orbs inzwischen eine Bedeutung, von denen ich ja bisher so nicht wirklich wusste, was sie tun können. Aber hier zum Beispiel ein weiteres Item, das in der Lage ist, okay, klappen wir das mal zusammen, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Also, wieso sind denn die jetzt anders? Da war doch gerade eben diese komische Plasma-Dings zu sehen. Okay, das heißt, das ist doch übersprungen worden. Das heißt, ich habe nicht alle gesehen an der Stelle, wo sie im Moment sind. So, also das interessanteste Item ist im Moment das hier, weil das erhöht um 5 Sekunden. Das steht hier jetzt im Endeffekt verkehrt, weil das sind nicht 5 Sekunden. In Wirklichkeit
Sind es hier jetzt schon 30 Sekunden dazu? Das heißt, eigentlich geht das Ding hier schon 35 Sekunden. Und da es ja nur einen Cooldown von 5 Minuten hat, ist da die Chance schon groß, dass ich es bald schaffe, dann. Also hier ist es natürlich noch länger, weil die haben für 210 Sekunden. Quatsch, für. Was haben die für einen Cooldown? 30 Minuten? Naja, auf jeden Fall, dass man nach und nach die Zeiten von den Skills so weit verlängern kann, dass sie eigentlich ununterbrochen laufen können. Ah genau, hier ist jetzt wieder das Skull Necklace, was eben den ersten Bonus für die Black Orbs haben. Da gibt es noch einige mehr. Und ja, hier sind jetzt die Karl Bonus und Gonzo Items und so weiter. Ja, dieses hier mit den Sternen, da seht ihr schon, das sind sozusagen die Maximallevel bisher gewesen. Wobei das für die Zwischen auch nicht so interessant ist, sondern eigentlich nur für meinen König. Also hier, deswegen habe ich da auch die meisten bisher hergestellt. Aber es macht natürlich auch inzwischen kaum noch was aus, was da den Multiplier angeht. So, hier kann ich auch nachgucken. Also 46 von den Monstern, oder sind 46.000, 952 vom Items, 1 Billion vom Orbs. Also die Orbs sind da gnadenlos die Größen, 1.800 vom Medals. Okay, wenn das andere 46 plus sind, dann sind natürlich 1.800 oder 1.900 fast von den Medaillen natürlich schon noch eine ganz signifikante. Aber vom Monolithen sind es 225 Millionen. Also ja, Zahlen ohne Ende und halt einfach so nach und nach gucken, was man da hochschraubt. Und das hier sind so Items, mit denen ich dann jetzt eben in die anderen Bereiche vorgestoßen bin. Genau, mein Schiff kennt ihr ja zum Beispiel auch noch nicht und hier eben dieses Ding, damit ich die Geister einsammeln kann. Mein Cellphone, das haben wir glaube ich schon zusammengefunden. Hier sind zum Beispiel eben diese Total DPS. Wenn ich 3 von denen kombiniere, bekomme ich das erste das Ding. Wenn ich 3 davon mache, das Ding, 3 davon, das Ding und dann kann ich mit den Megacubes eben noch irgendwas anstellen. Für die Recipients, da könnt ihr echt am besten ins Wiki schauen. Da werde ich gerade mal ganz kurz das Ding aufrufen, auch wenn ich es jetzt nicht anmache, aber falls ich noch ein oder zwei Sachen jetzt beim Kombinieren nachschauen möchte, weil das sind, ja, also es gibt eine Unmenge an Möglichkeiten, diese ganzen Sachen zu kombinieren. Und genau, also die Splinter können mit 2 Ektoplasmen können solche Kriegssplinter hergestellt werden, mit 3 Splintern diese Pyramiden und eben mit 2 Zweiern sogar nur, also das heißt ein Multiplier von 4 und dann habe ich einen Multiplier von 6, das heißt allein der verbessert sich schon, da brauche ich auch wieder diese Ektoplasmen-Geschichte. Das heißt, es ist wichtig hier eigentlich, wenn man sonst gerade nichts anderes zu Kräften hat, das zu machen. Hier seht ihr die verschiedenen Mützen. Die haben sogar hier noch einen Effekt, weil die nämlich die Maximalzahl verringern. Also statt 10 muss ich in den Königreichen, die ich geschafft habe, dann nur noch 9 platt machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, also nur Haufen Items. Hier ist noch das Interessante. Ihr seht ja, ich habe hier inzwischen nicht mehr nur die Zahl stehen, sondern habe hier inzwischen tatsächlich einen Account angelegt, womit ich das Spiel auf Mobile im Web, also im Browser oder eben bei Steam machen kann. Und sobald ich diese 3 habe, kann ich letztlich den Ultimate Badge herstellen. Und von wem, was, wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob das ein Scherz von den Entwicklern ist oder wirklich ein Fehler, weil nachdem ich dieses Ultimate Badge hergestellt habe, konnte ich hier eben in der Forge, ich konnte die Badge Items wiederbekommen. Deswegen, ihr seht ja, ich habe ja hier den Mobile Badge, den Web Badge und den Steam Badge. Und jetzt kommt's. Also normalerweise ist der Unique Badge White Orb Drops mal 2 und es dauert eine Stunde. Und oh, ich habe den schon. Na, so eine Überraschung. Also wenn die es geschafft haben, hier diese Meldung einzubauen, dann werden die doch wohl auch wissen, dass das so der Fall ist, oder? Oder meint ihr wirklich, dass die Leute nicht mitbekommen haben, dass man die Badges, die einzelnen, wiederbekommen kann? Weil die haben eben jeweils 20% Bonus auf die White Orbs und dann hat man eben den Zweifachmultiplikator. Und ich finde es natürlich viel, viel schöner, dass ich die Badges auf jeden Fall wiederbekommen habe.
Weil ich jetzt Bild befunden, nur den Ultimate Badge zu haben und dann kann ich die anderen nicht mehr sehen. So, naja, ihr wisst schon, was ich meine. So Sammeldingsbums ist immer blöd, wenn man die Sachen aufgibt und dann irgendwas nicht mehr hat. Aber es gibt, glaube ich, noch ein paar Stellen davon, weil es gibt auch irgendwelche Unique Items. Wahrscheinlich mal gucken, ob die jetzt diese drei Items, die ja zum Beispiel bei Gonzo für den Monolithen verwendet wurden. Hier ist zum Beispiel der Karl-Bonus. Und ob sie da jetzt ein Item ersetzt haben, womit man diese drei Boni von Karl. So, hier habe ich das plus 1. Jetzt fehlt noch ein Item für die 10% Boni. Genau. Okay, nee, also da ist sozusagen Blitzlicht, das heißt, das lässt sich so nicht kombinieren, weil es gab anscheinend andere Events, wo es inzwischen möglich ist, solche drei Items, die man bekommen hat, in einer Form zu kombinieren, dass sie ein Gesamtitem sind. Und da bin ich nicht immer hundertprozentig sicher, ob es ein Vorteil ist, den Bonus zu nehmen oder die Einzelteile zu lassen. So, ansonsten eben hier noch die Chests. Die gehen vom Preis leider immer weiter hoch, deswegen lohnt sich das jetzt nicht so sehr. Man kriegt eigentlich bei jedem Durchlauf genug Kisten, dass sich da jetzt nichts sehr Lohnendes ist. Und den Charts, da kann ich halt bisher nur die herstellen. Die habe ich inzwischen oft genug hergestellt, dass sie auf ihrem Maximum, dass es 3 Tage dauert, die zu kräften. Das ist jetzt kein komplettes Problem. Hier ist zum Beispiel jetzt auch interessant, also während hier die Preise immer weiter steigen, ist es so, dass bei denen die Preise gleich bleiben, nur dass es halt lange dauert. Das Problem ist, ich kann im Moment immer nur einen Splinter auf einmal herstellen, also entweder, also egal welchen, aber immer nur einen, egal wie viele Slots ich frei habe. Und das heißt aus, so jetzt nochmal nachgucken, hier glaube ich, ja genau. Also aus den Dingern brauchte ich 3, um dann einen Zweier zu machen, was natürlich sehr viel günstiger ist, nur zeitintensiver. So, jetzt ist es allerdings so, dass der Boost im Moment, da muss ich jetzt mal wieder in die Hölle schauen. Hölle, verrat mir, wie der aktuelle Status ist. Also, im Moment ist es so, dass ich 5 Stunden Kräft-Time überspringen kann. Also das heißt, wenn ich dort den Vertrag inzwischen bekomme, das waren vorher 4, das sind jetzt 5 Stunden. Das heißt, wenn ich eine Weile spiele und ein paar Mal so einen Vertrag bekomme, dann sind auch die 3 Tage überschaubar, weil ich ja immer in 5-Stunden-Sprüngen dann letztlich weiterkomme. Ja, ansonsten hier hat sich jetzt nicht so viel getan, außer dass ich es halt aufgelevelt habe. Level 5 jeweils mit 60.000 Bonus Tap Damage, die Bank mit 60.000 Skull Damage, Skull Bonus. Dann das 25% vom DPS als Tap-Damage zur Verfügung stehen für alle Fälle, auch wenn das auch kaum notwendig ist. Hier ist es letztlich noch die Frage, okay, wozu soll ich jetzt unbedingt den nächsten Crafting-Slot haben? Vor allen Dingen, weil ich die lang andauernden Crafting-Dinger ja eh nicht machen kann. Also zurück zum Crafting selber. So, hier habe ich eben noch einen Arkanring gebaut, damit ich eben nochmal 50 Sekunden mehr Boss-Battle habe, wobei das aktuell schon mehr als genug sind. Mal gucken. Oder habe ich die alle für was anderes noch benötigt? Nee, also ich habe jetzt 8 von diesen Ringen und da ging es normal nicht mehr weiter. Genau, da kommt nur Rubbish bei raus. Also ich würde die Dinger damit kaputt machen. Das ist nicht sinnvoll, das zu tun. Ansonsten beim Upgraden hier von diesen einzelnen Sachen, da muss man ein bisschen gucken. Wenn man die kreuz und quer kombiniert, dann gibt es da eine Logik, die ist auf dem Wiki ganz gut beschrieben, weil da muss man irgendwelche Zahlen zusammenrechnen, weil jedes Monster hat eine bestimmte Zahl und dann gibt es irgendwie eine Quersumme, irgendwas oder keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall ist das dann nicht so ganz plausibel oder nicht ohne weiteres ersichtlich, welche Sachen man kombiniert, wenn ich den und den da kombiniere. Welches Item da rauskommt, dass da jetzt eine Zombie-Maze rauskommt. Aber auf jeden Fall ist es schon mal eine Ankommen mit 3700. Und wenn ich da jetzt das halt noch ein bisschen mal gucken, hier eine etwas stärkere, da kriege ich jetzt schon eine Rare mit direkt 6000, also in 4 Sterne, also ein Maximum, nur eben jetzt für die Bats. Das heißt, wenn man da was speziell schauen will und das kreuz und quer kombinieren will, dann sollte man das noch mal ein bisschen anschauen und optimieren. Ansonsten kann man auch einfach ein paar Items von der gleichen Sorte reinschmeißen. Das Einzige, was man dann schauen sollte, dass man das sinnvoll macht. Weil im Moment ist es so, dass diese Sprünge,
ja, ein bisschen schräg sind. Also man muss nicht einfach hier von, also von dem einfachsten, das glaube ich jetzt schon ankommen, weil grau wäre das kommen. Ich glaube 500, genau. Also hier habe ich jetzt ein 3 Sterne, das ist ein kommen, das ist ein ankommen und das ist ein rare. So, wenn ich jetzt einfach nur 3 von den kommen reinschmeiße, kriege ich trotzdem mehr als letztlich ein Nicht-Sterne-Rare, sondern es geht dann schon ein Stück weiter, weil ich komme dann schon in den Sterne-Bereich mit den Ankommen. Deswegen ist es sinnvoll, das möglichst so zu gestalten, dass ich hier zum Beispiel, na, also von dem habe ich eine ganze Menge, so, ich will ja jetzt eigentlich so ein Rare haben. Das heißt, ich versuche das so wenig wie möglich an Sachen reinzutun, so die schlechtesten, und bekomme jetzt aber nur ein Ankommen, das reicht nicht. Das heißt, ich muss einen noch ein bisschen höher setzen, damit ich auf jeden Fall bis zu der Rare-Stufe komme. Weil wenn ich 2 von denen reinmache, wäre es blöd, weil dann habe ich hier 6.000, 7.500 und kriege nur 6.250. Aber wenn ich nur einen davon rein tue und mal gucken, machen wir jetzt mal den 750er noch rein, dann bekomme ich auf jeden Fall meinen Rare. Also da muss man ein bisschen spielen und gucken, in welchen Kombinationen das am sinnvollsten ist, mit dem wenigsten prozentualen Verlust, was die Einzelnen hier an Boni haben, letztlich dann eben den Rare zu bekommen. Also das bloß als Hinweis, wobei ich eben im Moment gar nicht so sehr die Strategie habe, hier noch mehr zu machen, weil der Einzige, der kämpft, ist, der relevant kämpft, ist im Moment der. Und ja, da habe ich jetzt schon so viel zusammen gemacht, dass ich da irgendwie nicht so den Reiz verspüre, das weiterzumachen. Deswegen ist natürlich jetzt die Frage, was diese Batterie noch ist. Mal schauen, ob ich da irgendwas im Wiki gerade schnell dazu finde. Okay, also die Arcan Power Cell habe ich jetzt schon gefunden. Und damit kann ich eine Duracell Batterie aufladen. Und die kommt vom Duracell Bunny. Und das Duracell Bunny ist ein Challenge Boss, you can find in 5 different kingdoms. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage. Okay, also das Vieh kann man dann bis Level 4 aufladen. Dann hat es eine Kapazität von 25, 30. Each crafting slot has its own Duracell battery that stores crafting time. Aha, okay, also, ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber so wie ich es gerade verstanden habe, ist es so, dass ich eben für diese Slots, für diese, von diesem Hasen etwas finde. Dann gibt es hier Batterien und dann kann ich Crafting-Zeit speichern. Das heißt, wenn die Dinger sozusagen plain liegen, dann kann ich das einsammeln. Also beziehungsweise kann ich die Crafting-Zeit sozusagen speichern und dann später nutzen. Und dann ist es jetzt endlich an der Zeit, hier die Weltkarte anzuschauen. Nein, das ist noch nicht die Weltkarte. Und da ist ein Bunny mit 1100. Das heißt, den machen wir doch platt. Oh, es ist Bob O'Clock Time. Na dann muss ich da wohl ein bisschen selber klicken. Kein Problem, habe ich geklickt. Und ich bekomme jetzt eine... So, das ist also diese Duracell Batterie. Davon habe ich jetzt meine erste. Add the battery to the third craft slot. Okay, ist ja auch das dritte Kingdom. Das heißt, das ist schon mal das, was ich hier bekomme. Deswegen, das ist im Moment das höchste Kingdom, in dem ich halt normal unterwegs bin. Hier gibt es jetzt nicht mehr viel zu holen. Der Item Dump hat hier noch ein paar Sachen, damit kann ich später mein verschiedene Sachen noch aufleveln. Vor allen Dingen, was eben das Crafting für die Ghosts angeht. Und hier kann ich auch noch ein per Black Orb, also da kann ich auch die Sachen noch ein bisschen verstärken. Aber dazu brauche ich noch einige weitere. Ach ja, richtig. Diamanten gibt es auch dann alle paar Stunden. Da muss ich auch noch ein bisschen klicken. Aber jetzt gehen wir zur Weltmap. So, nach langer Vorrede, also um den da geht's. Den habe ich bei Level 500 schon ein zweites Mal platt gemacht, nachdem ich ihn in der Startmap schon einmal platt gemacht habe. Und jetzt versuchen wir ihm gemeinsam den Hintern. Und ja, diesmal wirst du nicht unsterblich, diesmal bist du arschversohlt
Und was. Also ich bekomme den zweiten Shared. Das heißt, mal gucken, ob der jetzt dann gleich aufsteigt. Und das bedeutet, dass ich den bei 1500 wieder. Okay, er ist erstmal nicht da. Also mal gucken, wann er wieder auftaucht. Ansonsten sind hier ab und zu ein paar goldene Kisten rumgeflogen. Da habe ich die ersten drei Hüte bekommen. Und es gab dann ein Portal, wo diese Event letztlich verfügbar war, was halt jetzt dann doch schon wieder vorbei ist. Ist halt schon wieder eine Weile her. Wie gesagt, einige bis mindestens eine Woche oder länger, dass ich das nicht anhatte. So, hier bin ich halt noch zu schwach. 1500 ist zu wenig. Das war das, wo ich gerade mit euch war, in den Western Swamps. Und jetzt werde ich jetzt rückwärts noch mal gucken, weil da muss es dann wohl, genau, ist 2 von 3 Unique Items. Das heißt, hier wartet wohl noch ein Häschen auf mich. Da unten. Hallo Hase, ich komme. Und du hast eine Batterie für mich. So, für den zweiten Slot. So, ansonsten gibt es hier nichts zu holen. Das Einzige, wo ich hier gleich wiederkomme, weil es gab in der ersten schon Time Portal. Hier gibt es auch Time Portals, Stufe 4 inzwischen und hier Stufe 5. Das heißt, natürlich werde ich dann mit dem Time Portal resetten, aber erstmal will ich noch nach den anderen oder nach dem anderen Hasen gucken, weil genau hier 6 von 7 Unique Items, eins fehlt mir aktuell jetzt. Weil dort ein neues hinzugekommen ist. Also, Bunny, jawohl, nochmal Clocko Time und noch eine Batterie. Sehr schön. So, jetzt muss ich vor allem mal noch gucken, wie das mit den Aufladungen funktioniert. Also das eine ist noch, dass diese Batterien eben mit Arcane Power Cells aufgeladen werden können. So eine Arcane Power Cell braucht 2-mal Schrott und 1-mal Ektoplasm. Also eigentlich gar nicht so viel. Also ich kann die Effizienz und die Kapazität aufladen. Also erstmal nochmal zum nächsten Level. Genau, also hier kann ich, hier sind zum Beispiel die, also die Knollensachen. Weil wenn ich hier irgendwie diese drei Sachen kombiniere, wenn ich sie denn mal gekauft habe, oder die Schuhe mit der Kartoffel und dem Lippenstift, dann bekomme ich eine Frau-Kartoffel und das andere ist dann ein Mann-Kartoffel, die dann andere Boni haben und keine Ahnung, ob ich dann die Einzelteile wieder kaufen kann oder wie auch immer das dann funktioniert. Also so viele Diamanten habe ich schlicht und ergreifend einfach noch nicht gesammelt. Deshalb. So, jetzt nochmal gucken, also hier in der Start-World-Map, also da hat sich jetzt nichts geändert. Das war das Kingdom, wo ich mit euch in der ersten Folge begonnen habe, wo ja dann irgendwann die Karte aufgedeckt wurde und hier das alles soweit zu sehen war. Natürlich bin ich mit euch nicht bis zum zweiten Portal gekommen. Hier ist übrigens ein Upgrade, weil natürlich das Portal hatte nur einen Einfach-Multiplikator. Ich denke, das ist auch irgendeins von diesen vielen Unique Items, die dafür gesorgt haben, dass ich eben hier einen weiteren Bonus habe. Ist ja interessant. Die beiden werden da vorne eingeordnet und die wird da hinten. Und das ist der Fürstkraftslot. Wir sind die doch bei Typ geordnet. Naja, was soll's. Keine Ahnung, wie die IDs funktionieren. Auf jeden Fall hat ein Item auf jeden Fall diesen Multiplikator erhöht, weswegen eben auch dieses Portal dann bereits den Zweifach-Multiplikator hat. So, bevor ich jetzt aber eben resette, gucken wir mal, was diese. Okay, Level 1 Effizienz 20%, Level 1 Kapazität Dings und dann kann ich hier mit Plus. So, ich habe jetzt aktuell keine Power Cells und ich brauche hier eine, beziehungsweise hier 5. Okay, das heißt. Um ein so ein Ding komplett aufzuleveln, braucht man 8 für die Effizienz und 40 für die Kapazität und für alle 5 Batterien dann 40, also 240 letztlich, um alle Slots entsprechend aufzuleveln. Also die Batterie füllt sich, wenn ein Crafting abgeschlossen ist, wenn ein Slot nicht verwendet wird. Und gib X House of Crafting Time Overflows. Also wenn. Ah ja, okay, wenn also. Weil das ist immer das Problem gewesen, weil ich habe dann irgendwas drin, was nur eine Stunde oder eine halbe Stunde dauert und dann habe ich einen 5-Stunden-Skip für Crafting Time und das ist ja blöd, dass das dann eigentlich verloren geht.
Die Effizienz der Batterie zeigt, dass es wahrscheinlich nur 20%. Das heißt, es wird pro Sekunde nur jede fünfte aufgeladen. Also alle 5 Sekunden wird eine Sekunde aufgeladen. Okay, das heißt, später geht es dann zumindest 1 zu 3. Und sie kann maximal eine Stunde speichern. Okay. Das heißt, umgekehrt ist es dann, sie kriegt eine Effizienz bis 35, das heißt, ein Drittel der Zeit wird gespeichert und 4 Stunden können maximal gespeichert werden. Das heißt, bei einem Overflow mit 5 Stunden, naja, okay, also alles wird damit nicht rausgeholt, aber es ist verbessert zumindest ein bisschen, wenn man das Overcrafting letztlich hat. So, jetzt muss ich bloß nochmal gucken, wie stelle ich diese Arkan-Dingsbums her. Also hatte ich ja gesagt, Ektoplasmen und zweimal Rubbish. Jetzt ist nur das Problem, ich habe bisher gar keinen Rubbish hergestellt. Und aus den netten kleinen Items hier unten kann ich gar keinen Rubbish herstellen. Wobei, vielleicht kann ich ja mit einem Ghost und ja, zwei von den Dingern Rubbish herstellen. Nee, kann ich einen Rare herstellen. Super. Wieso kann ich denn mit den Dingern ein Rare herstellen? Erklär mir das doch bitte mal. Okay, kann ich mit einem zweiten Ding hier von Rubbish herstellen? Nee, da kann ich gar nichts herstellen. Da sagt er, mache ich nicht. Ist natürlich blöd, wenn ich hier irgendwelche Sachen kombinieren muss. Ah, okay. Also mit einem Schwert zusammen kann ich Rubbish herstellen. Dann stelle ich doch jetzt zweimal Rubbish her. Also ein Nekroschwert. Davon habe ich eh mehr als genug. So, dann einfach zwei von den niedrigsten, die ich habe. Und dann zweimal Rubbish herstellen. Das ist schon fertig. Das braucht gar keine Minute. Ah, okay. Die Minute wird sofort von der Capacity verwendet. Okay, dann machen wir gleich den nächsten Rubbish. Noch ein Necro-Sword und noch zwei von den Dingern, 20%. Und jetzt war die Aussage, dass ich dazu ein Ektoplasm brauche. Also Ektoplasm zusammen mit zweimal Rubbish. Mein erstes Rubbish erzeugt, jawohl. So, da sind zweimal Rubbish und siehe da, ich habe eine Power Cell. Und die braucht jetzt noch 41 Minuten. Ja, die kann ich jetzt mit Diamanten bezahlen, oder ich kann halt einen Boost machen, was jetzt natürlich nicht so sinnvoll wäre, weil eher ist es sinnvoll genug. Mal gucken, habe ich jetzt eigentlich genug von diesen. Ja, zwei hätte ich noch. Das heißt, ich müsste jetzt bloß noch ein paar Rubbish herstellen, um dann die ganzen Teile zu bekommen. Also nochmal Rubbish und nochmal. Dann könnte ich drei Batterien auf einmal machen. Dann mach mal den Skip und dann haben wir drei Batterien. Das wär's doch. Also die Tap Damage sind nicht so schlimm, weil die Tap Damage sind eh nicht so, oder zumindest der Bonus ist jetzt nicht so gravierend. Und ja, ich werde da jetzt einfach mal die Nicht-Sterne-Teile dann nach und nach aufbrauchen. Weil ist ja nett, dass ich das da dann verwenden kann. So, noch zweimal bitte. Ja, kann ich das jetzt wiederholen oder kann ich das jetzt nicht wiederholen? Repeat Last Craft. Okay, das sollte ich vielleicht nicht in der Form machen, weil ich will ja noch andere Items verwenden, die dann auch so selten da sind. So, also nochmal das Ding und oh, da habe ich nur 2 Sterne, Leute. Da habe ich noch eine ganze Menge Einsterne von The Big Pluck. Die auf keinen Fall, weil die Stone Tablets brauche ich ja für die Teile oben. So, die Maze noch mit rein. Und naja, gut, dann machen wir den Glitch noch weg. So, jetzt habe ich 4 von denen. Und jetzt können wir noch 2 weitere Batterien herstellen. Ektoplasmen. Und Batterien. Und das gleiche nochmal. Kann ich hier jetzt Repeat Last Crafting? Jawohl.
So, und jetzt einmal Boost und mal gucken, wie viel davon jetzt natürlich in die Aufladung geflossen sein werden. Collect, 51 Minuten. Ja, die Effizienz ist unter aller Sau. Und dann, tja, jetzt die Effizienz verbessern oder doch lieber auf das andere sparen. Aber ich mache jetzt erstmal die Effizienz nach oben und dann sind die auch schon mal aufgeladen. Also das ist auf jeden Fall noch ein weiteres Spielzeug, jetzt hier im Crafting-Bereich das Ganze noch ein bisschen zu verbessern und hier nach und nach aufzuleveln. Und das nächste sind dann 30%, also aktuell geht es angeblich bis maximal Stufe 4. So, den Engel haben wir schon versohlt, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den Reset wieder zu machen. Also World Map, hier können wir das nicht machen, hier ist der Multiplikator zu gering, weil hier ist dann mein Fünffach, ach nee, hier habe ich ja noch gar kein Dingsbums gefunden. Also hier bin ich noch nicht bis zu einem Portal vorgestoßen, von dem ich ausgehe, dass es dann höher als 5 sein wird für den Multiplikator. Also mit meinem netten Luftschiff, das mir ja überhaupt erst die Möglichkeit gegeben hat, hier auf diesen Dingern rumzufliegen. Dann zurück und hier das Maximalportal erfüllt. So. Jawohl. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon für diese Folge, weil ja, jetzt geht es natürlich wieder so los. Deswegen, also das Besondere, ich starte mit einem Monolithen und ich starte mit 151.000 Goldmünzen. Also kräftigen Items gibt es fast wie Sand am Meer, auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge. Und hier sind zum Beispiel, dass ich jetzt 150.000 mehr bekommen beim Start ist, weil ich so ein paar Schweine gekräftet habe. Wie gesagt, die Recipients schaut euch am besten im Wiki an, was ihr ja direkt vom Spiel aus aufrufen könnt. Und mit dem dann einfach zu gucken, welche Items lohnen sich und selber auch noch ein bisschen zu experimentieren, wie sich die Sachen am sinnvollsten kombinieren lassen. Aber ja, soweit für heute. Nochmal dem Engel den Arsch versohlt. Jetzt will ich aber noch kurz wissen, ob der Engel jetzt wieder da ist. Ah, 250 Level. Also dann dauert es nicht so lange, dann versuche ich dem das dritte Mal den Arsch, dann bekomme ich hoffentlich noch einen goldenen Splinter, noch mal so einen weißen Splinter und dann kann ich mir den ersten Zweifach-Multiplikator für diese Teile besorgen. Also die hier haben ja eben einen für Skull-Value und DPS und dann dürfte ich hier den ersten Zweier bekommen für Orb-Drops. Und wenn ich zwei von den Zweiern zusammen habe, dann habe ich die Möglichkeit, den ersten Sechsten zu machen. Aber bis dahin muss ich erstmal wieder ein paar Pyramiden bauen. Also Ektoplasmen-Pyramiden, Geisterpyramiden, Gespensterpyramiden. Naja, also soweit für heute. Gleich mal noch eine Rückmeldung eben aus Zum Beidel. Und wie gesagt, hier gibt es viel zu entdecken und viel Spaß damit. Und mal sehen, wann hier das nächste Event läuft. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.